Also nochmal, herzlich willkommen zur OGM Live, die Halloween-Woche. Hier bei OGM Live. Von Montag bis Freitag, vielleicht auch noch der Samstag. Mal schauen. Ja, wenn's dumpf klingt, ist es immer die falsche Seite, leider. Manchmal bin ich eben so dumm. Und ja, zur Halloween-Woche gibt es ja mehr oder weniger Spiele, die zu dem Thema passen. Ihr seht es ja schon unten in der Stream-Beschreibung oder Stream-Titel, Überschrift, bla, Kategorie. Red Dead Redemption Undead Nightmare, ein Spiel, das ich ewig nicht mehr gespielt habe und einfach mal wieder Bock darauf habe. Gestreamt ihr das Ganze über PlayStation Now meinerseits. Also wenn ihr fragt, worüber ich da spiele, auf der PS4, über PS Now. PS Now gibt es übrigens auch auf dem PC, nur so gesagt. Ihr könnt übrigens auch, da muss ich irgendwann mal die Liste aktualisieren oder gucken, wie ich das genau mache, für 10.000 Kanalpunkte mir sagen, welche Spiele, die es auf PS Now gibt, also was ich davon spielen soll mal im Stream. Minecraft hat da noch Black Mirror offen, das werde ich, im Laufe dieser Woche will ich das machen, vielleicht Samstag oder so, mal schauen, irgendwann, entweder diese oder nächste Woche, damit ich das endlich mal erledigt kriege. Das ist ja schlimm, wie lange das schon offen ist. Und ja, da werde ich da so 1-2 Stunden spielen. Diese PS Now Titel, die ihr dann wollt, dass ich spiele. Übrigens, ab dem 1. November, das ist glaube ich Sonntag diese Woche, gibt es eine Community-Herausforderung, heißt es glaube ich hier auf Twitch. Das heißt, ihr könnt je Stream, also pro Livestream, ganz wichtig zu erwähnen, pro Livestream, könnt ihr dann 2000 Kanalpunkte in diese Herausforderung investieren. Und wenn das Ziel erfüllt ist, von, ich glaube, 25.000 Kanalpunkten, die wir da sammeln wollen, werden Malkaf und ich die erste Folge vom Anime von Phoenix Wright synchronisieren mit unseren bekannten Stimmen aus unserem Streaming-Projekt. Und ich glaube, das wird geil, wenn wir das erreichen. Im Worst Case werden wahrscheinlich sowieso Malkaf und ich alles da reinputtern immer und werden das für uns selber machen. Ja, irgendwie so in der Art ist es, glaube ich. Ich kenne mich mit Black Mirror nicht aus. Ich habe da mal bei meinem Teststream vor ein paar Tagen, der 15 Minuten ging, mal so die erste Minute reingeguckt. Und ich glaube sogar weniger als eine Minute. Hat funktioniert und so. Aber ja. Was gibt's noch zu erwähnen? Dishi und ich. Dishi ist ja ein Chatmod bei uns hier und auch auf meinem Privatkanal. Und Dishi und ich, wir haben uns ein kleines Format mehr oder weniger ausgedacht. Beziehungsweise war meine Idee, ich habe ihn angeschrieben, ob er Bock hat und er hatte Bock. Und wir haben da die erste Folge schon aufgenommen. Und haben jetzt auch schon ein Logo und so. Mal gucken, was das wird. Wir werden erstmal quasi 4 Pilotfolgen machen, also Testepisoden, gucken, wie das ankommt. Und dann werden wir entweder weitermachen oder eben nicht. Das schauen wir dann mal. Wann es genau damit losgeht, mal gucken. Wird auf jeden Fall, wenn es soweit ist, vorher angeteased auf unserem Discord. Ausrufezeichen Discord oder einfach runterscrollen. Und da, wo die Streamer-Beschreibung steht, auf das Discord-Logo klicken. Das funktioniert genauso gut. Da könnt ihr uns beitreten. Da kann man labern, zocken, schreiben und so weiter und so fort. Und ich will nicht großartig viel Zeit verlieren. Danke, Malkaf. Ich will nicht großartig viel Zeit verlieren und will loslegen, denn ich bin auch ein bisschen geil auf das Spiel und Abendessen ist auch auf dem Herd. Wegen Schnauzemusik. Rüberwechseln. Wundert euch nicht wegen diesem Flackern bei diesen schwarzen Stellen, dass ist normal bei PS Now. Das ist aber im Spiel nicht der Fall. So viel kann ich verraten. So. Ich glaube, da kann ich jetzt auch die Webcam ein bisschen größer knallen wieder. So, dann viel Spaß mit dem Intro, würde ich mal sagen.
wenn es denn gleich losgeht. Wohlgemerkt. After months away, John Marston has returned to his loved ones. While trying to rebuild his ranch and win back the trust of his family, Marston awaits whatever life will throw at him. As he drives home one evening from an errand, he ponders whether a man can ever escape his past. He is a man who is ready for anything. Almost anything. Mother. Oh, I'm sorry. I meant to say, damn this awful son I've raised with his highfalutin ways and his shame that his mother swears like a sailor and sews like a blind man. Is that better, your lordship? Much better, mother dearest. Oh, good. I'm so glad, my darling. When you've finished your university education and are far too good to even acknowledge my existence when we pass on the street, and you gently kick me aside and beg an old crow out of the way with your highly polished boot. Well, think of me kindly, at least, will you, my son? I'll try to, Mother. I'll think, that woman I just kicked, that used to be my dear old potty-mouth mom. Maybe I should bother to kick her harder. Dear boy. Oh, I am so proud of you. Get off. Now, Father's here. Maybe he can beat some sense into you. Something funny's going on out there. Damn dog's gone crazy, and wolves howling, and birds flying. Well, it's just the storm, John. Maybe. Uncle make it back yet? I thought he was with you, off drinking in the fields. I mean working, as you call it now. He went into town a few hours ago, after we busted that hammer working out in the meadow. Well, he's probably holed up in some place of ill repute waiting for the passing of the storm. I hope so. Well, that old man could take care of himself. I know. Just a funny feeling I got. You gone psychic, Paul? Either that or I ate something funny. Knowing your mother's cooking seems more than likely. Mm. Well, talking about food, who's ready for some poisoning? Me, my darling. I am starving. What you reading? Just some book about monsters. Tell me about it. It's kind of dumb. That should suit me just fine. Well, it's all about, in ancient times, how Aztec warriors worshipped the sun. But during full moons, some of them worshipped the moon instead. And upset the equilibrium of things. So anyway, what it involves is, there's this one guy, and he goes out in search of... him all alone. So anyways, since there ain't no cure, the brave man has to kill everybody, which is... absolutely disgusting and completely unbelievable. It's getting late. Guess we're not gonna see Uncle till morning. Come on then, Abigail. Jack, get yourself to bed, boy. Try to get some sleep. Ain't you worried about Uncle? Sure, but he'll have to wait till morning just like any other man would in his shoes. Night, son. Don't stay up reading too late.
You okay, old man? You don't look so good. Don't! What is going on? What the hell is wrong with you, crazy old bastard? Where are you going? Where are you going? To get my gun. Gottverdammt, ich habe vergessen, wie lange das Intro von dem Spiel geht. Also von dem DLC hier alleine. Wie im Chat gefragt wurde von Micah, ja, es sind Abigail und Jack. What the hell have you been drinking? I can't believe I had to kill that poor bastard. Well... You okay, darling? You okay? Oh. Abigail. Abigail. I don't feel so great. Jack! Get out here! Now! Good Lord, what's happened? Mama? Entschuldige ich mich. Mama! Mama! Stay right there, the pair of you. Don't make me no widower now. Danke für den Follow. Jan ist da. Ich sollte mich aufs Spiel konzentrieren. Ja, es ist halt ein Standalone-Ding, losgelöst von der Hauptstory, ne? Also ja, man könnte sagen, eine Geschichte, die erzählt wird. Maybe this will remind you how to behave. Ja, nochmal, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen bei dem Kult des Axel. Deine Seele gehört jetzt uns. Into you sick, crazy bastards, or what else was done to you, but I'm going to get help. Stay calm. As calm as you can, seeing as both of you seem to have gotten a little excited. Probably just a fever. Jack, be kind to your mother. Abigail, teach the boy right from wrong. Both of you, stop biting chunks out of people. I'll be back as soon as I can. Ach ja. Dawn of the Dead. Ich hab mal wieder Zeit hinzugucken. Ohne Hilfe im Blackwater. Hab ich ewig nicht mehr Red Dead Redemption 1 gespielt. Schauen wir mal, wie es läuft. Bevor es aber sofort weitergeht, bin ich
ganz kurz weg für eine Minute. Geht sofort weiter. Dranbleiben. Lange mache ich kurz Musik im Hintergrund an. Triebmusik. Ach, egal, ist eh nur eine Minute. Bis gleich. Dalle, da bin ich wieder. Und damit können wir sofort weitermachen. Mir ist auch gerade eingefallen, ich glaube, Undead Nightmare war gar nicht mal so lang. Ja, doch, ich. Ja, dachte, da hätte ich immer die Kamera verstellt oder so. Nee, aber ich glaube, das war gar nicht mal so lang. Das heißt, wenn ich mich nicht mit anderem Kram groß beschäftige, sollte ich vielleicht sogar schaffen können, das am Mittwoch, also heute anzufangen und am Mittwoch zu beenden. Schauen wir mal, weil eigentlich habe ich auch schon Bock, mir eines der sogenannten apokalyptischen Pferde zu zähmen. Vor allem Krieg ist da ganz geil. Schauen wir mal, was das so wird. Ansonsten, wie geht's? Habe ich glaube schon mal gefragt, ne? Bin ich so gut in Smalltalk? Jetzt hatte ich erstmal rumgereitet. Ich habe. Boah, das ist schon ein bisschen länger her. Red Dead Redemption mal über PS Now gestreamt. Wundert euch nicht, wenn das Spiel ein bisschen hakelig ist. Das liegt dann am Stream. Also am. PS Now Stream. Habe ich eigentlich. Ne, das ist ein normaler Revolver, ne? Weil ich weiß noch, dass bei Red Dead Redemption über PS Now, dem Hauptspiel, wenn man das spielt, hat man ja auch die ganzen DLC-Sachen, sprich also auch den goldenen Revolver und so. Kann man dann. Warte, das muss man hier aktivieren können, ne? Ja, automatische Speicherfunktion wurde aktiviert. Ja, okay. Linkshänder. Autospeichern machen wir an. Zielmodus Experte, ganz wichtig bei mir. Aber ansonsten. Nö. Keine goldenen Revolver. Oder kein goldener Revolver. Und repetiere. Gewehr. Ey, das ist aber wirklich so. Ich muss aber auch sagen, die. Eigentlich sind wir ja jetzt mit der Winterzeit in der eigentlichen. Ach, wie heißt das?
Wir sind jetzt quasi in der, das klingt mega dumm, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, in der richtigen Zeit jetzt. Weil diese eine Stunde vorstellen, da sind wir, könnte man fast schon sagen, off-sync mit dem Rest der Welt. Also so sind wir jetzt eigentlich wieder richtig. Die Winterzeit ist eher so die richtige Zeit, so weil ich das richtig im Kopf habe. Klingt mega dumm, ich weiß auch nicht, wie ich es besser erklären soll. Mr. Marston, Sir! Marston! It's me! Professor, what are you doing here? I thought you went back to Yale. Well, I did, but I came back for another round of research. And now all hell is quite literally broken loose. What is going on? Well, sir, I am a man of science, a man of great learning, a thinker, a wise man, and I'll be honest with you, sir, I haven't got a fucking clue. Well, ain't that dandy? What should we do? Well, I suggest we try to find other survivors, band together, and find a cure, or fight to the death trying. Well, that sounds great and all, but I'm just peachy, but I'm not sure that I'm not cut out for such shenanigans. I was thinking more that finding a horse and riding back to the civilized north at the speed of knots before writing a paper on the events from the comfort of my study. I'm a scientist after all, right? I mean, I can't do much science if I'm some bloodshot dervish's lunch, can I? Much as I would like. Your sense of duty is very impressive, Professor. I'm gonna search the back street for survivors. No, perhaps staying with you would be safer. Could you just wait a sec here, would you please? I'm going to wander down that lonely, deserted street and get my bag. Wait, you should stay with me, Professor. You haven't got a gun. Oh, no, it's okay. There's no need to worry. Everyone's already dead. I left my stuff with Mr. Nastas. You remember him. Indian fellow, dumb as bricks, but a good sort. Okay. Well, meet me in a couple minutes. Affirmative. A couple of minutes. So viel dazu. Nicht wundern, gerade wegen diesen grauen Streifen. Das liegt am PS Now dann, weil, was weiß ich, da gerade nicht genug Internetressourcen vorhanden waren oder so. Wenn wir in Steuerung reinkommen. Undead Nightmare. Zombies halten viel aus und wir sollten im Idealfall Kopfschüsse verteilen. Ansonsten verballern wir sehr viel Munition und hier gibt es durchaus Munitionsmangel. Also man kann schnell im Munitionsmangel geraten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Analogstick viel zu krass eingestellt ist. Moment. Ach, kann ich gar nicht einstellen? Doch, Empfindlichkeit. Sehr hoch, wow. Machen wir mal ein bisschen runter. Schon besser. Mir ist ja persönlich auch aufgefallen. Ich komme gerade zu gar nichts. Anyone here? Hello? Anyone here? In here, mister. Come out. It's okay. Come out. I don't bite. Bad joke. I mean, come out. They got my family, mister. And mine, I fear. I saw my mama rip my daddy's face off and drink his blood. And they were happily married 20 years. I'm sorry. We were so glad to see my mama. Because she's been dead for 3 years from the smallpox. Your mama was dead? I saw her walk up onto the porch. And then boom! She ate my daddy. You weren't a bad man, mister. You weren't. Sure, he liked to drink, but he weren't bad. And sure, he liked the company of women,
But he weren't bad, mister, he weren't! No one deserves to have their blood drunk. I mean, he knew how to use his fist. And if a woman spoke out of her place, he reminded her of it and everything. And when my mama was dying, people said that he was lying with her sister. But that weren't true, mister, it weren't! But you said your mother was dead. Yeah, her and Mr. Braithwaite. He's been dead a year. And then yesterday, he walked up that street eating dogs. And he loves animals. All the dead folk have come back to life, mister. Only they ain't happy. It's a funny kind of salvation. All the dead folk? All the folk buried at the cemetery over by the churchyard. My God. I'm gonna go have a look. You wanna come? No, I already seen my mama. I don't need to see any more of my relatives. Here, mister, take this. If you can burn them, maybe you can put their souls to rest. Mister! You see my Uncle Mordecai? Burn him. Burn him real good, you hear? Kannst du auch ruhig selber machen, Fräulein. Wer freut sich denn bitte, wenn nach 3 Jahren, wenn jemand tot ist, tot gewesen ist, auf einmal wieder auf der Veranda steht? Nur Idioten. Da sind sie, die ganzen Zombies. Ich finde sowieso, wir sollten viel mehr Spiele so abgefahrene Kombis mal probieren. Jetzt hier eben mit Western und Zombies. Und da hatte ich letztens auch beim Ghost of Tsushima Legends mit Fuchs, Herz, Hase. Sowas wie zum Beispiel Zombies und Samurai-Setting oder eben Zombie und Mittelalter. Solche Geschichten sollten mal viel mehr probieren. Das wäre so geil alles. Ich habe übrigens einen netten Survival-Modus in Red Dead hier in Undead Nightmare im Multiplayer. Der war ganz interessant. Möchte ich behaupten. Ja, auch hier verschiedene Zombie-Typen. Oh, der war nicht so gut getroffen. Sieht man auch, weil der sofort wieder aufsteht. Ups. Gott verdammt. Ey, ich treffe die aber auch nicht richtig. Kann man jetzt? Ich hoffe doch. Ja, der Kopf ist definitiv weg. Ich hab ja mal selber so eine. Ich hab ja selber so eine Horrorgeschichte. Okay, Horrorgeschichte nicht, aber so eine Halloween-related Story. Das war mehr ein Glückstreffer. Ey, da sind viel zu viele Zombies hier gerade. Und zwar waren wir damals einkaufen gewesen an Halloween. War ein Wochentag, glaube ich. Oder war ein Freitag oder so. Und die Geschichte geht folgendermaßen. Ich habe mir dann da, was war ich, 16 oder so, habe ich mir Aliens geholt, den zweiten Teil auf DVD. Da kommt der Dicke. Der hält ein bisschen was aus. Und auf dem Rückweg sind wir an einer Unfallstelle vorbeigefahren, wo vor jemandes Auto ein Reh gesprungen ist, scheinbar. Und das Reh ist unter die Räder gekommen, wortwörtlich. Und hat sich da irgendwie drunter verheddert, als es überfahren wurde. Und die komplette Straße entlang, also so 20 Meter, so 10 Meter bestimmt, war voll geschmiert mit Blut gewesen. Und so ein paar Teile, die das Reh verloren hat unterwegs. Um es milde zu formulieren.
war recht brutal. Verbrennen. Sehr gut. Immer wieder so ein bisschen Spiel reinkommen mit der Steuerung. Das war. Der lebt immer noch. Schläger aus dem harten Nehmen. Genau, das ist nämlich einer. Das ist er nicht mehr im Nehmen. Vito von Blackwater gesäubert. Was wir hier im Spiel quasi machen müssen, abgesehen von der Story und machen können, ist unter anderem eben. Wie soll ich sagen? Städte befreien, wie Blackwater zum Beispiel. Oh wow, das hat gerade hart geruckelt. Und Friedhöfe säubern. Die dann halt quasi so ein bisschen die Lage in der Gegend entspannen. Und ja, die Städte werden halt wie gesagt immer wieder mal von Zombie-Invasionen angegriffen und die muss man dann befreien. Wenn man es nicht macht, kannst du halt in dieser Stadt nicht mehr schnell reisen und so ein Kram, sondern musst erst wieder hin und musst ja, die Stadt säubern quasi. Erstmal alles looten, man kennt es ja nicht anders. Wo ist Red Dead Redemption? Oh, aber jetzt so überlegt, was man alle so für verrückte Kombis mit Zombies machen könnte. Hier Western und Zombies, ne, so Undead Nightmare 2 wäre mega geil, wird aber wohl nie passieren. Hundertprozentig nicht. Mittelalter, Samurai, sowas in der Richtung. Könnte man noch bestimmt ganz geil machen. Sci-Fi und Zombies klingt irgendwie langweilig ein bisschen. Weiß nicht. I need help over here. No, jetzt wird nämlich hier Blackwater angegriffen. Sozusagen. Oben sehen wir den Fortschrittsbalken. Boah, das war ja mal ein Sniper-Schuss, ein göttlicher. Der weniger, der auch. Wäre natürlich viel cleverer, wenn ich die Leiter auch hochklettern würde. Zu den Leuten da oben. Nicht runterfahren jetzt. Wenn man hier auch gerade liest, ich kann den Leuten Munition geben, wenn sie keine mehr haben. Mache ich allerdings sehr selten. Ich meine, die stehen da oben ja sicher, dem passiert nichts. Einfach, ja doch. Ich dachte, ich komme so nicht so einfach an den Rand. Erledige die Verbleibenden. Ja, wo sind denn die Verbleibenden? Die werden auf der Karte angezeigt. Ja, dann ist ja easy. Ey, Maaßen, kannst du auch mal richtig nachladen? Das wäre recht dufte von dir. Uff.
mal sie eben mit der Shotgun. Der ist hin. I miss the fresh corpses. I'm beginning to lose my patience. God damn it! Ich muss leider sagen, sehr viele Zombies haben leider keinen Loot. Und gesäuberte Städte erkennt man daran, dass die Sonne wieder scheint. Was für ein Symbolbild, ja? I knew this was a waste of time. Ah, come on. Besser die Stadt hier gesäubert ist, können wir hier Pennen speichern, ruckeln. Wie gesagt, liegt am PS Now. Und daran, dass ich zeitgleich vom PS Now auf meine PS4 streame und von meiner PS4 mit der Elgato rüber zum PC, um für euch zu streamen. Deswegen kann ich mal zu solchen Rucklern kommen. Nur mal kurz erklärt nochmal. Hallo? Jemand zu Hause? Für Scharfschützengewehr Munition, aber ich hab doch... Ne, Schrotflinte, ich kann nicht lesen. Doch, Scharfschützengewehr war auch dabei. Oh, ich habe sogar einen... Wo habe ich denn den Karabiner her? Ich muss ja immer noch sagen, selbst jetzt hier in dem Spiel, mir gefällt hier die Atmosphäre. Ja, immer noch so viel besser. Auch im Hauptspiel. Als in Red Dead Redemption 2. RDR 2 war allgemein ein ganz geiles Game. Kann ich nicht abstreiten. Aber ich finde den ersten doch besser irgendwie. Hätte mir besser gefallen. Achso, da ist ja, da kann ich pennen und so. Folks okay? Oh, just fantastic. I just saw my daughter get eaten by some creature sent straight from hell. Thanks for asking. I'm kind of sorry I did. Sorry, mister. Forgive my wife. We've suffered terribly. What's going on? Well, it's the government's fault. Ain't it always? Well, they let in too many foreigners. Just shut the goddamn border or things like this happen. My daughter was just some satanic demon's lunch because of the goddamn government. I pay my taxes. Well, usually. I think we may be moving a little off topic here. I ain't a wise man, but I have done a little traveling. These creatures ain't like any foreigners I've ever seen. Thanks for the input, cowpoke. Oh, I got flesh-eating monsters feasting on my family, and I'm taking advice about tolerance from a gunslinger. What in the world has my life come to? And my daddy told me I never should have gotten married. This is all your fault, you useless man. Oh, not now, Taureen. Not this again. Your daddy was a bully and a drunk. Well, you ain't no kind of man. Listen. I'm sorry to interrupt your happy reminiscences. Is there anything I can do to help? Have you got any idea of how we can survive? Well, you could try shooting them creatures, you dumb fool. Ma'am, it's been a real pleasure. Sir, you're a man of great patience. Oh, mir gefallen die Dialoge jetzt schon wieder. Ich glaube, ich hätte ihr einfach schon genervt eine Kugel verpasst, ne?
Wie wir alle jetzt auch wissen, die Regierung ist schuld und die ganzen Mexikaner, die hier rüberkommen, sind an allem schuld. Der Klassiker. Funktioniert selbst heute noch. Über 100 Jahre später. Do I look like one of them? Don't come no closer. We made that mistake before, lost half our number. I ain't one of them, you fool. Well, how do I know? They can't speak. I ain't taking no chances. Kill him, he's one of them. Yeah. No, I ain't. Don't take no chances, Silas. Have it your way, all right? Listen, I ain't coming no closer. Do you know what's going on? It's the glass eye. The freak with a glass eye, he caused this. No, 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 it's the snake oil man. These poor folks have been drugged. I blame the Mexicans. They haven't been struck down. All right, we heard a lot of stories, mister. Some say it's a moon, some say it's drugs. Hey, don't come no closer now. Stand back. Apparently it's worse in New Austin. Must be where it came from. And it looks like I'm headed down to New Austin. Did one of you say snake oil? It's the glass eye. I blame the Mexicans. Oh, Connie McTavish, you don't know nothing. You always was an ignorant shrew. I bet your husband's glad he's dead. Well, at least my husband never took favors from the stargazers, Lucille Billingsgate. You say you're sorry, you hillbilly white trash! Yeah, yeah, now how are we gonna rebuild America like this? See, I thought we had it all decided. We was gonna be kind and gentle and pay homage to our leader, who happens to be me. Sounds like you folks have this all worked out. Have yourself a fine America, and good luck. We never had that decided. We decided we would hold elections and that I would be leader. You can't even read. Well, I got gravity. I mean, gravy. I mean, folk respect me. I am the new king, Archibald Andrews. Me. Now pay him. So viel zum neuen Amerika, ne? So viel zum ach so neuen der Amerika. Oh, ich habe eine Trophäe gekriegt. Oh, Alter. Das Pferd ist ganz schön flink. Oh, da sind diese flinken Drecksviecher. Die kleinen da. Wow. Ich finde, es hat schon eine Kunst manchmal. Wir meisen die. Ja, okay, ich will jetzt nicht von allen, von euch allen was. Ich muss noch Chat lesen teilweise, Leute, also entspannt euch. Allgemein hat Red Dead Redemption 2 so großartige Bugs teilweise. Ich weiß, dass das nicht ein Bug war, aber ich hatte auch so eine Situation. Ich dachte, das läuft auch jetzt darauf hinaus. Ist es aber nicht. Da war das so gewesen. Auch, ne? So, you need a ride, bla bla bla. Und ich konnte die auch mitholen. Aber einfach am Anfang, also die ist aufgestiegen und sofort wieder abgestiegen und schreiend weggerannt. Keine Ahnung warum. Einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe sie erschossen und das Geld genommen. Die war wahrscheinlich einfach nur durchgedreht. Und es gab so einen Bug, von dem habe ich auch einen Clip auf YouTube, glaube ich, hochgeladen. Nicht auf YouTube, auf Twitter mal. Mal gucken, ob ich den noch finde, um den dann nach dem Stream in Discord zu posten. Da gab es so eine Stelle. Dann bin ich drüber geradet und mein Pferd stand auf einmal in Flammen. Und alle Pferde, die darüber geritten sind, standen in Flammen. Wow. Kann ich zielen. Frau, Sie sind jetzt sicher.
Ja, immer Munition gekriegt. Pferd. Stehen geblieben. Und um nochmal zu den brennenden Pferden zurückzukommen. Dann bin ich später, so 10 Minuten später wieder da entlang geritten. Und auf einmal lagen da einfach nur noch Skelette von Pferden und teilweise verbrannte Leichen und so, weil das war irgendwie, das war auf jeden Fall ein Bug gewesen. Und das war auch irgendwie ein bisschen creepy, würde ich mal behaupten wollen. Der ist komisch gesprungen gerade. Traut den erst, wenn sie tot sind, wenn sie keinen Kopf mehr haben. Wo sind denn alle? Kannst du da nicht... Wow, Marston, ernsthaft? Ich wollte jetzt eigentlich auf das Dach hoch, aber okay, ich habe gerade da was gesehen. Den TNT-Fässer rum. Gefährlich! Zielen ist gar nicht mal so einfach. Bin es echt nicht mehr gewohnt. Ich habe es ja vorher immer auf Experte gespielt, wenn ich sehe. Oh, da sind auch noch ein paar. Kommt her! Wow. Ey, ich kann aber. Ey, ne? Ihr platziert die Explosionsfässer. Oder habt die da so rumstehen? Das ist für mich als Gamer wie kann sie da hinlocken? Wenn da ausgerechnet jemand drüber steht, weil jemand so dumm ist, ist das eben sein fucking Problem. Ihr macht es schon, Leute. Ich bin raus. Hier nicht dafür. Da ist ein Baum. Weg da. Ich finde auch geil, wie die Karte aussieht. Sieht aus wie so ein riesiger See und Fluss aus Blut und so. Die Orte hier, diese Fragezeichen sind übrigens, sag mal schnell. Ja, Ortschaften, die man retten kann. Geburt des Naturschutzes. Es gibt hier auch eine wunderschöne... so. Eine wunderschöne... Nebenmission. Die mit Bigfoot zu tun hat. Ich habe ein Gewehr gekriegt. Sniper. Warum habe ich auf einmal eine Sniper gekriegt? Bin ich noch richtig? Nicht so ganz.
wollen ja zumindest noch Thief's Landing. Also zumindest die Städte will ich sichern. Ist besser für alle. Hauptsächlich für mich. Oh mein fucking Gott. Ich bin erstmal hier wieder raus. Das ist mir doch ein bisschen zu viel hier. Vier Punkte. Ich glaube, so viel Munition habe ich gar nicht, um da alles auszuschalten. Hoffen wir, dass es im McFarlane's Ranch besser aussieht, ne? Ruckelt wieder. Ich sag's extra nur, damit ihr wisst, dass es nicht an euch liegt, an eurem Stream. Und dann on my end. Hätte ich ja ganz geil gefunden, wenn sie mit Red Dead Redemption 2 wirklich den Weg gegangen wären, wie es Gerüchte gab. Dass sie quasi Red Dead Redemption 1 mit... Oh, ein Fabelwesen ist in der Gegend aufgetaucht. Ich glaube, das war so eins der apokalyptischen Pferde, wenn die Meldung kam. Und die sind selten, deswegen gehe ich da jetzt hin. Gucken, ob wir was finden. Ist es Krieg? Ist es Krieg? Wie geil! Ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ey, du dummes Pferd! Schlimmer als Roach manchmal. Wo ist Krieg hin? Da unten. Krieg! Stehen bleiben! Wow. Ich hab nicht gefangen gekriegt. Oh, Zombie-Tiere gibt natürlich auch. Gar nicht mal so leicht zu zähmen, das ist auch gar nicht mal so leicht gerade, mich in der Mitte zu halten. Komm. Damals, weiß ich noch ganz genau, habe ich Krieg in New Austin gefangen, hinter Armadillo, also hinter dem Bahnhof. Geil! Wir haben Krieg gefangen. Das andere Pferd brauche ich nicht mehr. Die Pferde haben auch alle so, wie soll ich sagen, so eine Art Special-Fähigkeit. Sprich, wenn ich jetzt in der Nähe von Leuten entlang reite, also direkt neben denen oder über sie reite oder so, dann fangen die an zu brennen. Funktioniert auch natürlich mit Zombies. Hier da. Einer brennt. Das feuert sich nicht gerade leicht. Dann gibt es noch Tod. Pest und Hunger natürlich. Und ich glaube, oh, ich weiß es gerade gar nicht mehr, welches das Pferd von den anderen dreien war, das die Köpfe der Zombies oder der Leute explodieren lässt, wenn man an denen dicht vorbeirennt. Hier ist es ja verbrennen. Bei anderen, bei einem ist es, der Kopf explodiert.
Die hatten beide keinen Kopf oder kam mir das gerade nur so vor? Ich dachte schon, das wären auch Zombies, die jetzt ohne Kopf rumlaufen, aber ich wüsste nicht, dass es solche Zombies gegeben hat im Spiel. Was ist denn jetzt los? Ey, was hast du mir da geschickt, Malkaf, hä? Ach, das. Okay, guck ich mir nachher an. Ist ja, scheint ja das zu sein, was du vorhin gesagt hast, ne? Genannt hattest. Ich hab keine Revolver-Muni mehr. Fast keine. Ich glaube, bei Tira sieht es auch nicht gerade anders aus. Shotgun habe ich noch genug. Die haben alle keinen Kopf mehr, ne? Das ist ein creepy Bug. Aber es passt irgendwie. Deswegen lasse ich das jetzt so stehen, wie es ist. Wo ballert ihr denn rum, Leute? Okay. Eisig. Ja, lass mal neu laden. Ich meine, es ist ja auch gar nichts mehr passiert. Oh, jetzt habe ich einen goldenen Revolver auf einmal. Und ich bin plötzlich in dieser Stadt, die ich nicht gerettet habe. Ich hoffe, ich habe Krieg noch. Weil die waren selten. Also die hast du wirklich suchen müssen. Und wenn du alle vier apokalyptischen Pferde gefunden hast, konntest du... Das war mega selten. Da habe ich, glaube ich, damals einen ganzen Sonntag damit verbracht, das zu suchen. Ist dann irgendwo auf der Karte ein Einhorn rumgelaufen. Ach gut, ich hab Krieg noch. Und dann konntest du noch das Einhorn fangen. Ich finde aber auch hier Krieg sieht am geilsten aus. Und ja, Ghost Rider Vibes. Es ist noch viel geiler, wenn man die Story von Undead Nightmare durchgespielt hat. Da macht es nämlich quasi da weiter, wo Red Dead Redemption 1 aufgehört hat. Also das Ende geht quasi dann... Ja, also man spielt hier das. Und dann hast du das... Na, wenn du Red Dead Redemption 1 durchgespielt hast, ist ja was passiert. Und... Ach, scheiß auf, das Spiel ist so alt. Ne, das Spiel hört dann, also wenn du es durch hast, bla, und dann kannst du es weiterspielen im Endlos-Modus, nenne ich jetzt mal, Open World Style und so. Dann konntest du als Zombie-Masten spielen und wenn du dann auf Krieg rumgeritten bist, das war dann wirklich fast schon so Ghost Rider-mäßig. Das war ganz geil. Ja, aber das Pferd heißt halt Krieg. Genauso wie es gibt das Pferd Pest, es gibt das Pferd Hunger und das Pferd Tod. Und ja, Krieg ist sehr schnell. Und hat auch sehr viel Ausdauer, wie man sieht. Ich
Ich spamme wie blöde die X-Taste und es geht halt kaum der Ausdauerbalken runter. Also die apokalyptischen Pferde sind schon sehr geil. Haben die jetzt alle wieder Köpfe? Ja. Aber das ist einfach nur ein Bug. Weil die Köpfe nicht da waren, haben sich alle zivilisiert verhalten. Wie es halt so ist, ne? Wow, also manchmal sind die Lags halt echt sehr ungünstig, wenn man gerade am Schießen ist. Balance Ranch würde ich auf jeden Fall ganz gerne sichern wollen. Haben wir vielleicht noch Munition oder so? Und jetzt mal drüber nachdenken. Undead Nightmare mit der Red Dead Redemption 2 Engine. Aua, Fräulein, au. Sprich, dass du quasi nur eine Schrotflinte oder eine Sniper und ein Gewehr dabei haben kannst und nur, ja, und halt eben Revolver oder eben zwei. Also nicht alle Waffen dabei haben kannst. Wenn du dann halt Munitionsmangel hast und so, das stelle ich mir schon ganz geil vor eigentlich. Da würde es mir dann doch gefallen. Oh, die Munition war weg. Leer. Wieso kommen die alle aus dem Sheriffsbüro rausgerannt? Aua! Wir schießen hier auf mich! Ach du Scheiße. Oh! Das kann ich zielen. Jeder Schuss muss halt sitzen, sonst halten die halt viel zu viel aus. Oh Gott! Jetzt eine Dynamitstange haben. Oder ein Molly. Guck mal, wie freundlich die jetzt da rumstehen. Sehr freundlich. Na, und dann bewegen sie sich natürlich. Was damit? Davon habe ich auch nichts mehr. Wow. Selbst mit einer Shotgun kann man daneben schießen. Ekelhaft. Looten! Loot die Leiche! Ey, wenn ich da nicht irgendwie gut Munition rauskriege, dann flippe ich aus. Ich hab ja fast gar nichts mehr. Entschuldigung. Ja, das war nicht so ohne. Auch viel mehr Munition. Aber wie gesagt, hier ist sowas durchaus der Fall, dass es wenig Munition gibt.
im Vergleich zum Hauptspiel. Ja, mein rechtes Auge juckt. Spann dich. So, da kann ich nur pennen. Gottverdammt, ja. Das Spiel stört sich auch deutlich anders als Red Dead Redemption 2. Muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ich würde sagen, stelle ich hinten an, Mauli, aber das wäre gelogen. Gibt keine Schlange. Die ist geschlossen. So. Um was geht, Mauli? Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Give me money! More valuable than gold now. Immerhin etwas. Ist da die Kiste? Außen, okay. Das ist kein Pony, das ist ein Pferd. Und das muss so. Das Pferd heißt Krieg. Und ich bin jetzt ein apokalyptischer Reiter. Oh, ich bin jetzt, glaube ich, gerade in der Nebenmission gerannt. Nice to see you too, Miss McFarland. Oh, I thought you'd be dead. I heard things were bad in West Elizabeth. Sure. But it'll take more than an apocalypse to take me down. What are you? A demon or a cockroach? Both, I fear. How's your father? Fine and dandy. He should be coming out of that barn any moment now. Daddy! What's he doing in the barn? Daddy, John's here! Mr. Marston, you remember? That idiot bounty hunter. What was he doing in the barn? Just rounding up the undead and keeping them safe so the rest of us can go about our business. He's a real man. He's probably playing around with them. Daddy, stop teasing me! Now come on now! How long's he been in there? Not long. Only since yesterday. Yesterday? I better go have a look for him. Would you, John? You are kind. Call out to me if you find anything. I will do. Ja, Spoiler, ich werde nichts Gutes darin finden. Außer Untote. Ja, läuft. Kann mich nicht groß beklagen. Wow, Marston, wirklich. Pack mal die Waffe weg. Stell das hier wieder da hoch. Dann klettern wir ganz hoch. Oder eben nicht. Ja, nee. Leider nicht. Next.
Wow, wirklich? Du Sack. Oh, ich hasse die so sehr. Ey, wenn da... Dann roll doch nicht! Was stimmt mit dir nicht, Marston? Oh, falsche Waffe. Ey, wie kann man mit einer Shotgun aus der Distanz so daneben schießen? Drew, are you in here? Lief nicht so wie geplant. Mr. McFarland, you were a good man. Meinst du? That's unfortunate. Das ist nur das ist. Ich habe das Gefühl, die Version hier im PS Now ist ein bisschen verbuggt. Aber es ist nur so ein Gefühl. Wie läuft Marston denn gerade? Ja, das war zu spät gerettet. Und dann nochmal schön zweimal vorbeigeschossen aus nächster Nähe. Drei, viermal sogar. Wird noch fast umgeritten. Er macht den Killmove nicht und keine Muni mehr für den Revolver. Läuft bei mir. Fun fucking tastisch. Das Schöne ist ja, wir sollten ja eigentlich jetzt Bonnie Bescheid sagen, was wir gefunden haben oder so. Aber machen wir nicht. Wir könnten jetzt nochmal zu ihr. Wir könnten ihr Bescheid geben. Ja, komm, mach mal. Die ist ja eine Jute, ne? Eine gute ist sie. Well, John, you always do bring sunshine to my life. I'm sorry about your father. I'd like to say he died doing what he loved. But he never was one for eating folks. Not slathering from the lips and howling at the moon. I guess I'll content myself with saying that he died protecting those he loved. Indeed. Well, take care of yourself, Bonnie. You too, John. Kriege ich jetzt Munition? Brauche ich nämlich. Oder eben gar nichts. Ist auch gut. I guess. Oh. Warte. Umdrehen.
Die Steuerung ist hier halt wirklich noch. Muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Wo ist denn hier was? Steck mal die Waffe weg. Mein Gott, Marston. Oder haben wir auch noch mal ein bisschen was? Sehr gut. Wir brauchen jede einzelne Kugel, wie wir festgestellt haben. Oder eher ich, weil ich zu blöd zum Treffen bin. Ich bin auch den Modus umstellen auf einfach, also zielen auf normal oder sonstiges, aber dann ist es auch ein bisschen zu leicht. Freund, ja, nee, brauche ich jetzt nicht. Weiter geht's. Auf nach Armadillo. Entschuldigung. Diese Ziege oder diese Schaf, das da gerade war, wird momentan wohl brennen. Guckt euch an, es verliert einfach keine Ausdauer mehr, das Pferd. Das ist so die Grenze, wo es dann keine Ausdauer mehr verliert. Du kannst mit den apokalyptischen Pferden einfach durchsprinten ohne Ende. Was hast du denn für eine Klingel? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich finde es übrigens ganz interessant, dass sich von dieser Stadt hier nicht großartig viel ändert, wenn man Red Dead Redemption 2 spielt und nach Armadillo reitet. Nämlich fast das gleiche. Warum steige ich hier eigentlich ab? Bin ich blöd? Einmal durch hier. Wird natürlich auch schon. Die sollten eigentlich alle auf dem Dach stehen. Würde ich das richtig in Erinnerung haben. Stattdessen laufen die ja sonst rum. Die Version. Oh, Entschuldigung. Alter, dieses Geschrei. Aber die Version scheint ja schon so ein bisschen verpackt zu sein, ne? Zombie oder bist du ein normaler Typ? Wo ist er hin? Okay. Die haben wieder alle keine Köpfe mehr und es passiert nichts. Oh. Die Version ist verbuggt ohne Ende. What the fuck? Ich hatte damals auf der PS3 nicht einen Bug gehabt. Was ist das für eine Version? Ich muss jetzt quasi nochmal neu laden. Was soll die Scheiße? Okay, Frage. Soll ich mich jetzt mit dem Bug rumschlagen? Also, dass das eine verbuggte. Was heißt mit dem Bug? Dass das eine verbuggte Scheißversion ist und dann immer wieder neu laden, wenn es verbuggt ist? Oder sollen wir auf ein anderes Spiel ausweichen? Ich wüsste dann noch so ein, zwei Spiele. Horror Games auf PS Now, die ich auch streamen könnte. Aber die verrate ich nicht. Das ist doch blöd hier.
Und die wieder laden. Ich mag Undead Light mir eigentlich ganz gerne. Aber wenn das so verpackt ist, was soll der Rotz? Ich meine, ich bin echt froh, dass ich automatische Speichern aktiviert habe. Wie Uhr haben wir? 20. Ja, wenn noch einmal der Pack auftritt, dann würde ich sagen, mache ich ein anderes Spiel an. Weil dann hat das ja keinen Sinn. Dann muss ich ja auch wieder alles einsammeln. Alter, was ist gerade mit der Steuerung los? Warum hat... Das war doch ein Zombie, oder nicht? Warum hat der Zombie auf mich geschossen? Egal. Oh, kann auch sein, ne? War dann aber eine scheiß Idee. Haben wir ja gesehen, was er davon hat, wenn er Streiche spielt. Just a prank, bro. Glücklicherweise ist das ein schnelles Pferd, das kaum Ausdauer verliert und wir dementsprechend wieder schnell nach Armadillo kommen sollten. Man kann zum Beispiel noch Fort Mercer ist ein Ort, den man retten kann. Der ist eigentlich ganz geil, weil das ist, ne, das vor und von auch von allen Seiten kommen die Zombies an. Das ist ganz geil, wenn man dann auf der Mauer steht oder auf den Mauern und darunter ballert. Wir haben El Presidio. Ne, nicht El Presidio. Dieses Gefängnis in Mexiko. Was auch so eine Sicherheitsstation ist. Was voll Sinn ergibt, logischerweise. Das sind halt Fort Mercer und dieser Knast da in Mexiko sind halt zwei befestigte Anlagen. Ne? Und die sind ganz geil zu verteidigen. Die machen, da macht's richtig Bock. Wobei Armadillo lässt sich auch ganz geil von den Dächern verteidigen. Witzige Geschichte von dem Multiplayer, was ich damals mit Kollegen immer gemacht habe in Armadillo. Wir haben uns auf die Dächer gestellt und verteilt auf verschiedene Dächer da. Und haben dann Sheriffs abgeknallt und dann quasi so unseren eigenen Survival-Modus gespielt. Das war schon ganz geil. Hat Bock gemacht. Jetzt sind sie auch alle auf dem Dach, ne? Jetzt ergibt Sinn. Stark, Leute, bin der Neue. Wow. Habe ich gerade zwei auf einmal getroffen? Ja, ne? Diese scheiß Stürmer. Aus dem... Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Wand. Was passiert hier gerade? Ich weiß ja, Zombie wollte mich vom Pferd ziehen, aber dass ich dann auf einmal in die Luft geschleudert werde und dann schwebe und so. Oh mein Gott. Thank you.
Uiuiuiuiui. Au. Ich finde es nett, dass sie mich zumindest erst vom Pferd runterzerren. Und mir damit also nicht einfach in den Fuß beißen oder so. Kannst du mal ordentlich gerade Linien laufen, Alte? Meine Fresse, die mal anständig zu treffen, ist echt schwerer als man meint. Oh, es ruckelt. Alter, es sind nur noch Zombie-Hunde. Wollt ihr mich verarschen? Das eskaliert hier ja komplett gerade. Entschuldigen Sie bitte! Also Armadillo ist ja an sich eine kleinere Stadt als Blackwater, aber hier ist einfach mal alles viel schlimmer. Die ganze Muni, die ich mir angesammelt habe gerade eben, ist jetzt einfach mal wieder weg. Böse gesagt. Hat der noch echt seine fucking Hand vor sein Gesicht gehalten? Ne, der Kopf ist aber nicht explodiert. Passiert dann wohl scheinbar nicht immer. Ey, naja, dumm nicht, aber gibt ja eigentlich Sinn, mehr oder weniger. Oh! Ich meine, die wackeln aber halt dennoch genauso schlimm mit dem Kopf teilweise wie die in DayZ damals. Bluten, Marsten, bluten. Scheinbar habe ich die voll weggenockt. Also so richtig ausgenockt. Ich habe gleich keine Muni mehr, Leute. Ah ne, ich habe nochmal Revolver-Muni gekriegt. Habe ich viel zu... Ne? Muss auch erstmal wieder klar sein, dass ich ja noch Dead-Eye habe und so. Wo leben denn noch die letzten verbliebenen beiden? Aua. Wenn das jetzt mal nicht anstrengend gewesen ist, dann weiß ich auch nicht.
Brauche Munition. Ich kann ja auch mal den Chat hier. Sowas passiert auch nur mir, ne? Ja, Marston, ist gut. Slingshot-Bug, den kenne ich gerade gar nicht. Es gibt eine Erklärung, warum diese Zombie-Apokalypse losgeht, ausgebrochen ist. Das wissen wir zwar an sich, oh Gott, es ruckelt wieder, so in dem Punkt der Story jetzt noch nicht. Das kommt erst noch, aber es gibt eine Erklärung dafür. Und nee, es hat nichts damit zu tun, dass jemand das falsche Tier gegessen hat. Das wäre es ja noch, wenn es sowas Banales wäre. Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ich hatte allgemein, bei mir war das sehr entspannt. Ohne neue, achso, ne, Munition. Bei mir war Red Dead Redemption sehr entspannt, ohne Bugs, fast. Ich kann mich daran kaum welche erinnern. Damals. Shotgun ist komplett leer. Sniper brauche ich eigentlich nicht. Was muss ich überhaupt eigentlich machen? Überhaupt eigentlich? Wo muss ich denn hin? Zu den U's. Albtraum der lebenden Toten. Guck mal, das U ist doch näher dran. Auf nach Fort Mercer. Oh Gott, Pixelgewitter. Was ist da jetzt gerade los? Steam downloadet nix. Okay, jetzt hat sie es wieder gefangen. Halbwegs. Nicht mehr so schlimm wie vorher. Der einzige Slingshot-Bug, nenne ich es jetzt einfach mal, den ich kenne, ist der von GTA 4 mit der Schaukel. Wo man da gegen diese eine Schaukel gefahren oder gelaufen ist und dann hat es einen weggeschleudert. Ich habe gerade voll Hunger. Man kommt übrigens auch nur auf eine Art und Weise in Fort Mercer rein. Und das ist über die Mauer. Eine Kiste. Hey, somebody's out there. He ain't one of them. Open the gate. Howdy, mister. Howdy. You're gonna be okay. Step right up. Step right up. Don't be shy now. Don't be shy. Nature confounds us, but science saves us. That's the truth, sir. That's the truth. West Dickens, patented tonic. The only 100% original, 200% guaranteed cure against the undead stalking this earth.
It not only brings health and fitness to the sick and needy, it repels the undead and saves souls! Why, it's a natural miracle, and it's available now, here, at the low, low price of only 100 solid gold coins! That sounds expensive, but what price, eternal damnation! You, sir! You look healthy. Would you like to give it a try? Me, sir? Yes, sir! Would you care to demonstrate the undead defeating possibilities of this patented elixir? No, sir, I would not. What I would like is for you to stop peddling this nonsense right now. 100 gold coins? Well, what price would you pay for survival? You tell me, Mr. Wes Dickens. You tell me. Well, since you put it that way, why don't all you chaps all take one for free now? And if you like it, when you like it, you'll know where to find me. You won't find any undead around me. Take it, enjoy. Thanks a lot, John. These people have lost their families. They've lost everything. Well, that's not my fault. I'm just trying to make an honest living here. No, you're not. Well, okay. But can I help it if demand is high? High? I'm offering the people hope, John. That's a precious commodity. The tonic really works. These poor, awful, undead creatures can't stand it. Come here. Take a look. Works like a charm. Well, it wasn't quite what I expected. Stuff is like catnip to those bastards. Well, I need more desert sage and violet snowdrop, and then I know I can cure this foul plague. Okay. Back to doing your dirty work, am I? Now, don't be like that. Don't you remember the good times? Please? I'm an old man! All right. Here. Take it. Maybe you can use it to attract some of them. Okay. I'll see what I can do. And thanks. I'm sure this will come in real handy in case I want to meet some new and interesting friends. Interesting. Kerzin hat gerade so ausgereicht, damit ich mir mein Abendessen gerade reinschlingen konnte, wortwörtlich. Gibt's ja nicht irgendwie Truhen oder so? Immer nicht. Genau, da wurde es gerade gesagt, die Tore sind verschlossen. Stattdessen können wir nur hier über diese Kisten da so rüberklettern und in Fort Mercer reinkommen. Anders geht das hier nämlich gar nicht. Ich meine, ich würde die Türen auch nicht mehr aufmachen. Steht ja auch da draußen so rum? Unsicher. Im Dunkeln, neben meinem Pferd. Könnten da noch drei Gebiete sichern, da noch zwei, nee, drei. Ja. Kann man durchaus so sagen. Haben wir jetzt ja einen weiten Ritt vor uns, nicht?
Oder was ist so krass? Achso, wir haben Outfits. Gibt's ja natürlich auch. Oder Staubmantel. Der muss natürlich. Ich bin immer im Staubmantel rumgelaufen. Was Western betrifft, bin ich ein Zacker für Staubmäntel. Schöne, lange, schwarze, leicht abgenutzte Mäntel. Outfit wechseln. Ja, das ist schon besser. Rancher-Bekleidung, Outfit. Ja, es gibt ja natürlich auch diese Herausforderungen. Schlafanzug natürlich. Es gibt ja auch wieder Herausforderungen. So diese... Warte, ich sag's mal eben. Da die Herausforderung. Und da gibt's auch so eine Herausforderung, wo man halt alles abschließen muss und man dann so ein Zombie-Jäger-Outfit kriegt. Das ist ganz nice. Ich hab gerade keine Ahnung, von welchem Lied dieser Text ist, Maika. Ja, es gibt noch Hunger, Pest und Tod. Und ich bin, also ich hatte sehr viel Glück, dass ich relativ früh vorhin Krieg begegnet bin. Weil die sind schon recht selten. Die haben so ihre Orte, wo sie spawnen können. Aber das ist auch dann nur so eine Chance, dass sie spawnen können. Das ist nur eine Möglichkeit. So ein bisschen wie im Pokémon. So, in dieser Wiese sollte es eigentlich diese und diese Pokémon geben, aber gibt es nicht. Weil die da eher selten sind. Ding ist manchmal ein bisschen zu schnell. Denn ich meine... da ist McFarlane's Ranch, da ist Armadillo. Das hier. Wow, hat die Markierung nicht gesetzt. Hier in diesem Gebiet auch irgendwo. Ob ich eines rumreitet, rumläuft, meine ich. Weiß aber nicht welches. Und ich weiß auf jeden Fall aber noch, dass es ein Pferd gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Pest war. Oder Hunger, was so wirklich abartig aussieht. Aber auch irgendwie... Oh, warte, ich sollte schon noch looten. Was halt einfach aussieht ekelhaft ohne Ende und so. Aber man kann auch nicht weggucken, weil es wie ein Autounfall ist. Oh, eine Schatzkarte gefunden. Geil. Ach so, Ghost Rider in das. Ach, wow. Die einzige Songtext, den ich von Ghost, also die Stelle vom Songtext, die ich kenne, ist halt Yippie-Yay, Yippie-Yay-O oder so. Ghost Riders in the Sky. Bist du ein normales Pferd oder bist du ein spezielles Pferd? Bleib mal stehen. Bist einfach nur ein Zombie-Pferd. Die gibt's natürlich auch. Stück normale Zombie-Pferde. Aber die können nichts. Die sind ein bisschen wie der Esel im Multiplayer. Ich glaube, Pestilenz hat aber auch so solche Fliegen die ganze Zeit um sich. Und
Wenn es wirklich Pestilenz ist, dann hat es auch noch den kompletten Hals unten offen und du siehst quasi schön die Nackenknochen, nenne ich es jetzt mal, in den Rücken rüber gehen und so. Das ist wirklich ekelhaft. Da ist ein Kaktus. Da sind Wölfe. Und Marston kann sich mit dem Pferd hier nicht umgehen. Was haben wir denn so in dieser Schatzkarte eigentlich? Journal ist das doch, oder? Absonder eben den Toten, nö. Heilmittel für Sammel 5 lila der Schneekel. Oh, ich hasse solche Missionen. Wo konnte ich denn nochmal? Da. Da ist die Schatzkarte. Ich bin einfach noch blind. Das sieht nach McFarlane's Ranch aus, da links. Oder? Also das hier ist safe der Bahnhof von McFarlane's Ranch. Da sehen wir die Weide davon, die daneben ist. Dann da entlang. Den Schatz holen wir uns. Let's go. Ich glaube, das waren neue Waffen in den Schätzen hier. Aber Mauli, du hast ja damals auch Redemption gespielt, wie es scheint, ne? Hast du damals auch die Sache mitgekriegt? War ja so eine Urban Legend, mehr oder weniger. Mit, ach, wie hieß das Vieh nochmal? War es ja auch so eine Urban Legend in Mexiko ist. Chupacabra hieß es, glaube ich. Gibt ja diese verlassene Stadt. Ne, nicht die Ridgewood Farm. Da ist die Mine gewesen. Da ein Tumbleweed. Hier dieses Herrenhaus. Und da gab es halt eben den Mythos, dass es da das Chupacabra-Tier gibt oder so. Was so eine riesengroße Legende wurde im Spiel. Andere Leute haben sich halt ein GTA mit Bigfoot beschäftigt in San Andreas und Leute hier haben sich mit dem Chupacabra beschäftigt. Und da waren so ein Kollege und ich, wir hatten da immer wieder abends dann zusammen gezockt und selber nach dem Chupacabra-Vieh gesucht und alles. Und dabei, das waren die einzigen Momente, wo wir, glaube ich, Bugs hatten oder einer von uns oder so. Und wir dachten, wir hätten da was gefunden. Come on, come on. Ich glaube ja. Im DLC haben sie es reingemacht. Dieses. Oder. Was war das? Ein Kojote oder Wolf oder so? Der Blut von irgendwelchen Tieren trinkt, irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht mehr genau damit aus. Und wir sollten den Gleisen folgen, ne? Dieses. Okay, wenn die Gleise so nach links gehen, dann rüber. Jetzt mal da hoch. Hast du davon, wenn du dich meinem Pferd näherst? Ja,
das sind das Wald, soll das ein Wald sein oder so? Da ist auf jeden Fall dann so eine Klippe. Die machen auf jeden Fall diese Kreuzung. Dann setz einfach mal. Ja, irgendwie sieht das komisch aus. Sieht er auch hier, es könnte ja, wie gesagt, ein Fluss sein, könnte ein Weg sein. Bin jetzt auf jeden Fall an so einer Klippe. Vielleicht auf die Klippe rauf? Ich weiß es gar nicht. Oh, warte, ich glaube, ich kann mich dran erinnern, wenn das hier gerade Schnee war, den ich gesehen habe. Muss ich da hoch? Du bist fucking Krieg! Lauf einfach durch das Gebüsch durch! Dann gibt's halt einen Waldbrand oder so. Nee, warte, aber Gebüsch und Wald, das passt doch. Das ist doch hier auch drinnen. Gebüsch und so, Wald, Gebüsch eingezeichnet. Ich glaube, ich musste oben lang. Ich musste irgendwie hochkommen. Lauf nach links. Ey, hier hängst du ja überall fest. Gute alte Rockstar-Sachen, ne? Kann grad nicht. Ohne mich klarkommt, Fräulein. Tut mir leid. Nicht da hoch. Hoch mit dir, Krieg! Ja, schaff's nicht. Ja, mein Gott, der Schatz ist wichtiger. Oh, hallo. Ah, okay, ja, okay, wir sind richtig. Da geht's jetzt nämlich, die Karte ist halt nur sehr ungenau. Jetzt geht's nämlich da zwischen die beiden Klippen. Und am Ende da hinten ist der Schatz irgendwo. Daran erinnere ich mich nämlich noch. An diesen Schatz hier. Hier ist er nämlich bei diesem Stein. Hier irgendwo zumindest. Da ist er. Neben dem Stein. Und natürlich eine zweite Schatzkarte gefunden. Und Munition ist natürlich noch viel besser. Also ich denke mal, wenn sich das jetzt mit dem Bugs wieder beruhigt hat, würde ich wohl auch am Mittwoch wieder Undead Nightmare zocken, weil es macht halt schon wieder Bock. Ist halt
Steuerung muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Die ist im Vergleich zu der vom zweiten Teil recht ungenau teilweise. Mit dem Pferd zumindest. Und wenn es halt weiter rumbackt nachher und so, würde ich was anderes zocken am Mittwoch. Aber ich habe auf jeden Fall Ideen. Vielleicht würde ich dafür sogar voten lassen dann. Nee, kann gerade nicht, Leute. Und zwar hätte ich unter anderem nämlich noch im Ärmel als PS Now Stream Titel unter anderem, ich sag grad sehr oft im anderen, glaube ich, ne? Silent Hill. Die Silent Hill HD Collection. Ich glaube, das ist 1, 2 und 3 drin. Bin mir unsicher. Evil Within 2 ist im PS Now. Kann man ja nachher mal gucken. Oder ich zock am Mittwoch einfach nochmal Medieval durch. Habe ich ja seit dem letzten Stream letztes Jahr nicht mehr durchgestreamt, ne? Okay, ich denke, ich brauche keine Umfrage zu machen, weil Silent Hill it is. Aber ja, Silent Hill habe ich letztens gesehen, das ist auch im PS Now. Ich weiß halt nur nicht, ob ich das auch wirklich spielen kann, denn die Beschreibung von dem Spiel im PS Now ist auf Spanisch, wenn ich mich nicht irre. Und ich kann kein Spanisch. Also wenn das Spiel dann auf Spanisch sein sollte, haben wir ein Problem. Da hätten wir dann ein Problem. Und die Sache ist halt, ich kann auch Silent Hill zum Beispiel gar nicht. Und wäre dann vielleicht durchaus so ein Horrorkandidat. Zum Erschrecken oder so, oder Gruseln. Muss da runter? Seth, you okay? What's going on? Oh, hey there, John. Fancy a game of cards? Not right this minute. You remember Moses, John? He's a darn sight more loyal now than he was before. come here, boy. Come on. Come here, boy. What are you doing? We were boyhood friends, John. Moses is having a tough time right now. Ain't you, pal? What's going on? We're playing cards. Relax, sit down. I mean, with the undead walking the face of the earth, you crazy dumb bastard. That ain't nothing. Ain't nothing? I seen husbands eating wives, mothers eating sons. Graves popping open and the undead rising up. It sure as shit is something. Oh, boo-hoo. Big tough John Marston is scared of a little undead creature walking around. Moses wouldn't hurt a fly, would you, darling? Besides, this ain't nothing new. Folks in Blackwater blaming it on that glass eye you found. Folks! 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 Damn them folks, John Marston! Damn them! And damn you! Get him! Get him, Moses! Get him! After all I've done for you, Seth, and I thought loyalty was important to you. You can't hurt me. Moses, get him! Go! Yeah. Get him! Get me, Moses. Looks like your dog's lost his bite, Seth. Now what the hell's going on? The dead have risen, and a virulent plague is turning people into flesh-eating crazies.
What the hell you think's going on, genius? But why? But why? Why? Why not? Why not? Why the hell not? Because it ain't natural. Who made you Mother Nature and Mother Superior all at the same time? Who made you, John Marston? Same as made me, same as made Moses. Is there a cure? These things tend to fade away. Now, if you want to get rid of it, you should go clear the graveyards. Either that, or stop worrying and become one of them. Now, if you excuse us, we got good times to remember. Happy times. Okay. See you soon then, Seth. Come on, Moses. It's your deal. Diamonds are trumps. Come on. Wie wird das nochmal mit Player 2 joins the game? Mehr oder weniger? Ich glaube, wir können tatsächlich. Nee, können wir leider nicht. Ich dachte, man konnte ihn abknallen und wurde dann von Seth angeschrien und verjagt oder irgendwie sowas. Hab's gerade probiert. Ging nicht. Wir müssen jetzt die Friedhöfe auslöschen und ich glaube, Seth ist auch derjenige, der uns dann später sagt, was genau hier Sache ist. Ich kann so viel sagen, wir haben ja im Intro mitbekommen, wie der Sohn von Marston, also Jack, die Geschichte gelesen hat mit den Azteken und dass irgendwas mit Mond und Sonne und bla bla bla. Und stellt sich heraus, dass diese Geschichte wohl mehr oder weniger der Wahrheit entspricht, die er da gelesen hat. Spoiler. Aber ist auch nicht die beste Story. Wenn man ganz ehrlich, die Story endet auch sehr abrupt. Sprich, wir machen jetzt so ein paar Sachen und dann geht's auch schon direkt zum Finale. Also die Azteken sind schuld. Es gibt da so ein Artefakt, was die Toten wieder auferstehen lässt. Ja, wirklich. Schlimm mit denen. Ich glaube sogar, die Azteken sind tatsächlich daran schuld, wieso ich Shadow of the Tomb Raider nicht komplettieren konnte zu 100%. Also alles einsammeln konnte und so, weil ich irgendwas vergessen habe einzusammeln oder zu finden, damit ich die Schrift der Azteken komplett dechiffrieren kann. Also ja, Azteken sollen sich was schämen. Auch das war damals so geil, die Weitsicht, selbst auf Konsole. Wenn man hier runtergeritten ist und komplett New Austin sich darüber erstrecken lassen sehen konnte. Sehen lassen konnte. Ihr wisst schon. Man konnte sehen, wie weitläufig und groß diese Welt doch ist. Wie viel Munition haben wir denn? Oh, guck mal. 100 Schuss mit dem Revolver. Sollten wir hinkriegen, ne? Ich wünschte, ich hätte Krieg bei. Ach nicht, in den Krieg habe ich ja, aber ich glaube Tod. Ich weiß echt nicht mehr, welches Pferd das war, was die Köpfe der Zombies hat explodieren lassen. Aber ich hätte es gerne.
Zuma's Return. Irgendwas sagt mir der Film was, ne? Ist auch schon, glaube ich, ein Spiel. Dann ist ja ein Film. Aber ich, dann verwechsel ich das gerade mit irgendwas. Die haben wieder keine Köpfe mehr. Es ist wieder verbuggt, Leute. Das nervt doch mega hart. Ja, guck mal, wir könnten Days Gone spielen. Resident Evil 7 könnten wir.